Wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir sind wieder unterwegs mit Marcus. Detroit Today, Aufstand der Androiden. Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Ach du Scheiße. 10 Milliarden. Krass. Was haben wir noch hier? Tech Addict. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russen und chinesische Androiden konkurrieren. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Wettlauf ins Weltall. Okay. Hier könnte ich noch Sachen machen. Warum soll ich schon zum Rand gehen? Das war ein Spiegel. Das mit den zweifarbigen Augen haben sie doch absichtlich gemacht, um hier diesen... Genieße die Zeit für dich allein. Okay. Um zu verdeutlichen, dass er halt zwei Seiten hat, quasi. Die menschliche und die maschinelle. Alles klar. Ja, ein Röntchen Musik gespielt auf dem Klavier. Und jetzt gehen wir direkt zum Rand. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Ja, es werden mehr. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Alles klar. Sie schenken uns nie die Freiheit. Fatalistisch entschlossen. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Komm schon.
Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. War sie diejenige, die weggekommen ist? Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Aber, nee, das war früher. Sie war ja schon in Jericho ich bevor. Ich erwürgte ihn und rannte davon. Doch, das war sie. Klar. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Liebesbeziehung. Sie hielt mich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Mutter. Der Eden Club. Doch, das ist sie. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Grenzt das jetzt an Androidenvergewaltigung oder nicht? Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Wandle andere Androiden um. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Androiden in den Ringen. Du bist frei. Da drüben ist noch einer. Bereite den Marsch vor. Du bist frei. Was sagen die Leute? Deine Leute, wandle andere, weitere Androiden um. Okay. Da haben wir noch eine. Da ist einer, da vorne am Bus ist einer. Komm mit uns. Vielleicht geht es da. Aber die ist am Telefonieren, okay, die kriegt das auch nicht mit. Du bist jetzt wach. Ich frage mich auch, wie oft der Sprecher den Scheiß eingesprochen hat. Du bist jetzt frei. Du bist jetzt wach. Komm mit uns. Blockiere die Straße, wandle weitere Androiden. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Ich muss die Straße blockieren. Öffne den Kanaldeckel. Welchen Kanaldeckel?
Welchen Kanaldeckel? Den Kanaldeckel. Ich nehme auch noch mit. Deckel, Deckel, Deckel. R1, L1 und weg. Jawohl, Alter, wie viel kommt da jetzt raus? Wandle weitere Androiden um. Du bist jetzt frei. Ach so, jetzt können wir das über Gedanken. Jawohl, Alter. Maschine über die Straße. Jawohl! Jericho! Woo. 94. Das ist schon nice. Wir marschieren die Straße entlang. Jawohl, noch mehr Androiden. Komm ran, Junge. Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Alles klar. Police, Alter, jetzt geht's los. Riot! Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten.
Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Nein, wir müssen da bleiben. Wir bleiben stehen. Marcus, was machst du? Sie werden uns töten! Oh shit. Oh fuck. Kreis war die Wand. Kreis ist die andere Seite. Fuck. Kreis ist die andere Seite! Fuck! Das ist Viereck, Kreis ist rechts. Kreis ist rechts! Nein, ich war doch erster. Kreis ist... Drück doch Kreis! Viereck. Kreis. Ich kann doch nicht mit Blazy umgehen. Ich kann nicht so schnell... reagieren, wie ihr das wollt. Oh. Oh. Weg. Hoch. Shit, jetzt habe ich dein Mikro gehauen. Kreis. Das war eng. Nein, Kreis. Oh Gott. Warum ist das so schnell? Nein, 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 nein. Falscher Knopf, ich hasse mich. Ich wollte verschonen, ich kurz ab. Ich wollte ihn in Ruhe lassen, Mann. Ich wollte. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Haben wir gesiegt? Thank you.
Ich habe so lange gewartet, wie es ging. So ein Shit. Marcus besiegt die Polizei. Kampf gewinnen, Kampf verlieren. Weglaufen, selbst opfern. Ich will ihn nicht opfern. Ich brauche ihn noch. Ich will die Story noch weiter hier mit ihm spielen. Und weglaufen ist auch nicht geil, weil dann rennen wir weg und ist vorbei. Kampf gewinnen, Kampf verlieren wäre die andere Möglichkeit gewesen. Dann wären wir hart am Sack gewesen. Gut, aber das war's dann wieder mit einer Folge Detroit Become Human. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne noch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.